Lieber Sonne, wenn du diesen Brief liest, solltest du bereits in der Alola-Region angekommen sein. Ist mit dem Umzug alles glatt gelaufen? Wer weiß. Wie geht es denn mit dem Quajutsu, das ich dir geschenkt habe? Es liebt heißes Wetter und in Alola geht es heiß her. Das scheint nach heißen Kämpfen. Oh, heiße Kämpfe. Der Brief wurde nicht unterschrieben. Auch auf dem Umschlag ist kein Name zu finden. Sonne, es wird Zeit zum Rathaus zu gehen. Wir müssen uns dort anmelden. Sonne, wusstest du, dass Alola nicht nur der Name dieser Region ist, sondern auch ein Gruß? Alola, wir sind hier, um uns anzumelden. Alola, Sie müssen unser neuer Mitbürger aus der Kanto-Region sein. Der Papierkram dauert leider ein bisschen. Ich hoffe, Sie haben etwas Geduld mitgebracht. Keine Sorge, das haben wir. Vielen Dank schon mal für Ihre Mühe. Guten Ding will Weile haben. Jetzt heißt es wohl warten. Und somit ein herzliches Willkommen hier zur Spezialdemo von Sonne und Mond. Ja, wir spielen so eine kleine Vorab-Demo, bevor es in den nächsten Monaten rauskommt. Ich bin mal gespannt, was wir hier so alles erleben werden. Wir haben ja ein Quajutsu, haben ja gelesen, haben eins geschenkt bekommen. Und ja, wir waren hier angemeldet. Oh, wir sind Anmeldestation, wir sind von der Kanto-Region. Oh, okay. Gut, was können wir denn hier tun? Wahrscheinlich mit jedem reden. Wir reden mal mit allen. In Alola herrscht eine Hitze, da man Lust bekommt, sich mit Wasserattacken abzukühlen. Ah, deswegen hat jeder Wasser-Pokémon, oder? Was bist du? Willkommen in Alola. Ich hoffe, du wirst hier viel schöne und überraschende Entdeckungen machen. Ich glaube auch. Oh, guck mal, Machomei. Hey, wer bist du? In Alola gibt es so viel Sehenswertes. Vergeud also nicht deine Zeit hier drin, sondern lass draußen einen Blick schweifen. Du wirst aus der Stadt gar nicht mehr rauskommen, sage ich dir. Oh, wer bist denn du? Ich wollte aber noch nicht raus. Hey, du, bist du Sonne? Ja, und wer bist du? Haha, super, ich bin Tali. Zum Glück bin ich der Rat von meinem Opi gefolgt, im Rathaus vorbeizuschauen. Das ist die perfekte Gelegenheit, um mich kennenzulernen. Okay. Hallo Tali, das war doch der Name, oder? Ich hoffe, du und Sonne werden gute Freunde. Ah ja, ich bin Tali und du bist sicher Sonnes Mutter. Freut mich, dich kennenzulernen. Ebenso, Alola. Alola! Ist ein Gruß, der Hammer. Ich habe da eine Idee. Bevor ihr euch hier total langweilt, könnt ihr doch zusammen die Stadt erkunden. Oh ja, das klingt toll. Komm mit, Sonne, ich führe dich gerne ein bisschen rum. Okay, Mom, du machst Papierkram. Ich gehe um die Häuser. Viel Spaß, ihr zwei. Ja. Die Mama schickt uns weg, ganz alleine, mit meinem neuen Freund, den wir noch gar nicht kannten. Wir halten die Straße in Schuss, um einen sicheren Pokémon-Befecker zu gewährleisten. Irgendeinen Fremden, der uns einfach heute die Stadt zeigt. Ja, wieso auch nicht. So, und dann haben wir hier miteinander geredet, oder? Ja. Okay, dann gehen wir raus. Wir wollen Alola erkundschaften. Na? Oh, guck mal. Ja, du bist wohl nicht von hier, was? Mir bist du jetzt noch nie über den Weg gelaufen. Guck mal. Gangsters. Wenn du von Maladas herkommst, sind vielleicht ein paar seltene Pokémon dabei. Oh nein, das sind die von Team Skull. Das ist ein ganz übler Haufen, über den Leuten ihr Pokémon stehlen. Ja, übler Haufen. Ey, komm mal runter, Kleiner. Wir sind bloß eine coole Gang, die sich so mächtig für Pokémon und andere Leute interessiert. Mein Bro will sagen, sei kein Dickschädel und lasst eure Pokémon rüberwachsen, kapit? Ja, nie im Leben überlassen wir euch. Unsere Pokémon sind doch unsere Freunde. Echt jetzt? Na dann, wenn ich hören will, muss fühlen. Na komm, lass uns kämpfen. Sonne, du hast doch auch ein Pokémon dabei, ja? Dann lass uns die Sache mit einem Pokémon-Kampf regeln. Oh yeah! Geil! Hauen wir rein. Bam! Battle! Okay, Team Skull. Einführung ist krass. Team Skull rüber fordert dich heraus. Jo, was setzt der ein? Ein Mangonior. Ah, eins der neuen Pokémons. Und wir haben eine Quajutsu. Und es soll anscheinend quasi ein geiles Quajutsu sein. Nicht ein Standard-Quajutsu, aber Kampf. Pokémon, ich will wechseln. Ich habe aber nur Quajutsu. Kampf. Kann ich doch... Ah, kann es noch nicht. Okay. Passerschuh, Weekend, iOS, Doppelteam und Nacht. Was setzen wir ein? Am besten setzen wir... was war das Viech nochmal? Was sein? In den Nachthieb reinkommen. Nachthieb! Zack! Wow, und ein Volltreffer. Und tschüss, Kollege! Kajutsu hat Erfahrungspunkte hier. Tipps. Schon vorbei, oder was? Ja, du bist eine Lusche, Alter. Team Skull, hey. Ey, no way! Mir fällt einfach nicht in den Schädel, warum dieser Balk so krass stark ist. Wenn mein Bro, ich und euch zwei nicht packen, sollten wir lieber den Abgang machen. Aber zählt euch warm an, wir werden uns nämlich alles über euch erzählen. Boah, die sind ja echt die krassen Gangsters. Solange die Pokémon an unserer Seite sind, müssen wir von niemandem Angst haben. Dein Pokémon ist ein Quajutsu, stimmt's? Das ist ja so cool. Ich zeig dir das Pokémon Center, folge ihm einfach. Mein Pokémon braucht nämlich eine kleine Verschnaufpause. Das ist von der Lusche. Ich habe nicht mal Schaden gekriegt. Okay, dann zeigen wir das Pokémon Center. Hey, wer bist du? Alola, willkommen in Alola City. Okay. Ich gehe in die andere Richtung. Scheiß aufs Pokémon Center. Mein Pokémon ist noch quick lebendig. Große Hülle, weicher Kern. Das haben alle gern. Ist eine Eisdiele. Ist da schon rein? Ja, ich kann da schon rein. Ich glaube, das soll man nachher machen. Ich gehe erstmal zum Pokémon Center kommen. Ich glaube, danach kann ich mich hier ein bisschen umschauen. Sonst wartet der ja ewig auf uns. Hey, da ist das Pokémon Center. Hey, Son, das Pokémon Center ist hier drüben. Oh, echt? Hätte ich nicht gedacht. Gar nicht zu übersehen. Okay, lass mich rein. Lass mich inside. Ja? Ha, wenn du der Angestellte am Hauptschalter ansprichst, hältst du deine Pokémon und dein Team und so weiter. Ja, und wie immer halt. Du kannst das aber auch mit Tränken heilen, wenn es dir lieber ist. Hier ist dann, dieses Supertrank kannst du haben. Quasi ein Willkommensgeschenk von mir. Und das Sound wurde komplett überarbeitet oder halt quasi ein bisschen anders überarbeitet. Was könnte ich dir wohl als nächstes zeigen? Gute Frage, nächste Frage. Wer Pokémon hat, kommt herum in die Welt. Und wer starke Pokémon hat, kommt hoch hinaus. Echt, ist wahr. Willkommen im Pokémon Center. Und der Spruch ist immer noch gleich. Ja, einmal, bitte. Please. Ah, jetzt sieht man genau, was da so ein Team ist noch. Klar, bitte bei uns bald wieder. Guck mal. Der Pokémon Center kann jetzt seine Pokémon heilen lassen. Ein Flegmon. Fleck. Mond. Was ist das? Das ist Neues. Was könnt ihr da wohl als nächstes zeigen? Ich bin in der Vertretung des alten Mannes, der normalerweise einen Kaffeebereich betreibt. Er ist gerade auf der Suche nach dem perfekten Zutat für sein Erfrischungsgetränk. In ungefähr einem Monat sollte er aber wieder zurück sein. Okay. Und der Trank. So, bis zur nächsten Warenlieferung bleibt der Pokémon überhaupt geschlossen. Hat sich auf jeden Fall verändert hier im Pokémon Center. Sieht auf jeden Fall anders aus. So, nun. Hey, Tali, wann hast du da im Schlepptau? Oh, hallo, Professor Kukui. Kukui. Darf ich vorstellen, das ist Son, unser neuer Nachbar aus der Kanto-Region. Er ist über den Ozean nach Alola gekommen. Wow, was du nicht sagst. Yep. Du bist der Playboy hier, oder was? Schön, dich kennenzulernen, Son. Mein Name ist Kukui. Professor Kukuis Forschungsgebiet sind Pokémon-Attacken. Genau, ich führe lauter spannende Experimente durch. Ich lasse mich zum Beispiel selbst von Attacken treffen, um ihre Stärke zu messen. Das ist ein kranker Typ. Moment mal, ich habe da eine Idee. Professor, du musst unbedingt Son trainieren, damit er ganz schnell stark wird. Wie kommst du denn plötzlich auf die Idee, Tali? Wir hatten vorhin Ärger mit Team Skull, das war ganz schön gefährlich. Nein, war es nicht. Verstehe, ihr wollt also auch erst vorbereitet sein, falls Team Skull nochmal wieder Ärger macht. Na gut, ich hatte einen Vorschlag. Wieso versucht ihr euch nicht an einer Prüfung? Das ist eine gute Methode, stärker zu werden. Was hattet ihr von der Idee? Okay, ich bin dabei. Ha, scheiß drauf. Guck mal, ob du mir was beibringen kannst. So viel Enthusiasmus gefällt mir. Und das, obwohl ich noch gar nicht erklärt habe, was für eine Prüfung ich überhaupt meine. Du bist so direkt für einen Fokusstoß des Kraftprotz-Pokémon Machomei. Oh yeah, natürlich immer direkt in die Fresse. Es ist ein alter Brauch in Alola, Prüfung zu absolvieren. Sie stellen eine Art Training für Trainer dar und sollen dazu dienen, die Verbindung von Jungen und Mädchen eines Alters zu ihrem Pokémon zu stärken. Echt? Gut, bereite dich jetzt erstmal gründlich vor. Wenn du fertig bist, dann komm bitte zur Prüfungsstätte am Tenkarat-Hügel. Ah, da hinten irgendwo, okay. Der ältere Herr da hinten wird dir den Weg zum Tenkarat-Hügel zeigen. Du und dein Quajutsu, ihr schafft das schon, ich bin ihm ganz, ganz sicher. Viel Glück, Sonne. Wenn du fertig bist, führe ich dich weiter rum. Okay. Ich will mich also umschauen, ja. Bitte kein Stress. Ich will mir erst hier noch alles angucken. Da kann ich nämlich auch rein, was auch immer das ist. Ah, hohes Gras. Yeah, wir the Pokémons. Mal angucken, wie die so auftauchen. Okay, krass. Mangonior. Also das ist einfach cool. Scheint auch mal cool zu wirken, aber wenn das wirklich so lange geht, jedes Mal durchs Gras und so, bis das Pokémon erscheint, dann kommen wir drauf, wie der Encounter ist hier. Dann, ob das nervig wird, ob das echt zu lange geht, das müssen wir dann schauen. Das wird man erst im Laufe des Spiels dann merken, aber es geht schon lange, die Animationen. Vor allem im Gras ist wieder anders wie in Höhlen oder sonst was, ist auch wieder anders. Okay. Hier gibt es wahrscheinlich nur eine Sorte Pokémons. Alter. Baum? Ah, ich habe gedacht, das ist auch ein Pokémon vielleicht. Okay, ich gehe mal raus. Pokébälle habe ich ja nicht, denke ich mal. Von daher bringt es mir ja auch nichts. So, hier ist jemand. Ist mein Korasonn nicht einfach zuckersüß? Das kannst du Korallen aber abfeuern. Korasonn! Ey, das ist eine unsichtbare Mauer. Lass mich da durch. Okay, dann halt nicht. Auch mal Pokémons. Kommen da die gleichen Pokémons. Und wieder eine Wiese. Und es kommt... Oh, ein Peppeck. Auch wieder ein neues Pokémon. Man kann aber nichts fangen wahrscheinlich. Kann ich hier was fangen? Ich habe einen Beutel. Aber ich nur super trank. Okay. Dann tschüss, Peppeck. 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 So ein Taubsersatz. Okay, wir gehen wieder. Aber dass das ein neues Areal quasi ist, das ist quasi neu ladet in dem Sinn. Da sind wir ja rausgekommen. Das war ja die Station. Hier kann ich nirgends rein. Hier ist nur wilde Pokémon. Alter, wie viele wilde Pokémon. Ganz viele wilde Pokémon. Gehen wir mal da rein. Was ist hier? Such deine Alodas aus, Flegmon. Fleck! Wir breiten unsere köstlichen Maladas mit sehr viel Liebe zu. Kann ich mit der nicht reden? Such dir alle Alodas, Flegmon. Okay, nee, kann ich nicht. Geht nicht. Extra davor gestellt, dass ich nichts machen kann. Gibt dir das schmackhaftes Maladas, doch auch für die Verzeihung dieser Köstlichkeit gilt, dass man ihn im Herzen genießen muss, leider. Maladas. Was Süßes, hä? Sieht aus wie... So Donuts. So. Hier wieder. Gehen wir rein. Wahrscheinlich wieder nur Wiese. Wiese. Ganz viel Wiese. Wiese, Wiese. Okay. Animation. Ich hoffe, die wird im Spiel nicht krass so lang werden. Im Hauptspiel. Weil das geht dann doch ein bisschen lang. Bei jedem Pokémon. Erstmal eine halbe Minute Animation, bis Pokémon wirklich erscheint. Okay, hier ist sonst nichts. Lass mich raus. Bitte kein Pokémon. Okay, zack. Wollen uns hier weiter umschauen. Ah, guck mal, das ist ein Machomei. Was macht das Machomei da? Hey. Macho. Machomei, Mai. Hey, wer bist du? Hand in Hand im Pokémon findest du einen Heimweg schon. Du hast einigermaßen ein Pricksam. Aha, Polizeistation. Hier gibt eine Polizeistation. Gehen wir mal rein. Hey, da steht ein Puff von Grandbull mit dem Liebbogen mit der finsteren Mine. Bist auf der Suche nach einem kompetenten Polizisten oder nach einem Pokémon, das die Polizei nach Kräften unterstützt? Nö, passt schon. Grandbull mit Polizeiuniform. Na, wenn es nichts anderes gibt, dann wieso nicht? So, was gibt's hier noch? Wo geht's hier lang? Alola City, Hafen. Hafen? Alola liegt sehr weit entfernt von allen anderen Regionen. Ja, merke ich schon. Arsch der Welt irgendwo in Bielefeld. So. Wenn man einen anderen Gegend kommt, trifft man dort auch neue Pokémon an. Was ist das? Markt? Da soll es viel zu viele Touristen aus unterschiedlichen Regionen. Warum erzählst du mir so viel? Dort hinten steht gerade ein Zusammenhalt mit dem Pokémon einer Fähre. Du freust dich sicher schon auf ihre Fertigstellung, was? Eine Fähre? Wieso nicht? Wieso haben die alle hier Machomeis? Die Fähre ist der perfekte Transportmittel für alle, die nicht fliegen oder schwimmen können. Machomei. Die haben alle Machomei. Ich will auch Machomei. Ich will Machomei. 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 Ding war es Machok. Hier ist es Machomei. Ich komme hier nicht rüber. Oh nein, da kann ich runterspringen. Oh. Sorry. Ah, Hilfe. Na, für mich beginnt der Tag, wenn ich die Spiegelung der Sonne im Meer sehe. Genau wie der Mond, der sich im Meer spiegelt, das Ende des Tages einläutet. Oh, der steht den ganzen Tag rum, sieht den Sonnenaufgang und wieder der Sonne untergeht und der Mondaufgang und wieder der Mond untergeht. Und da sind wieder wilde Pokémons. Okay, dann haben wir den Teil der Stadt schon mal angeschaut. Mhm. So viel Wiese, voll übel. Extrem viel Wiese. Mhm. So, Pokémon Center waren wir ja schon. Die Kameraführung. Lol. Mir bereitet die Freude, mein geliebtes Pokémon mit der Bürste zu pflegen. Da kann ich nicht rein. Warum nicht? Na, das Pokémon, das du da bei dir hast, ist doch kein Bürste, habe ich recht? Das ist für hier in Alola ein ziemlich seltener Anblick, musst du wissen. Ja, bin auch ein besonderes Kind. Kylie ist das begegnete Goldtafel-Talent, das Alola mit hervorgebracht hat. Und zudem auch noch ein Profi im Pokémon-Kampf. Dazu streift sie die Welt auf der Suche nach neuen Abenteuern, doch ich hoffe, dass sie irgendwann wieder hierher zurückkehrt. Niemals kommt sie, nie wieder. Hm. Okay. Da hätte ich wieder links hingehen können. Zum Rasen. Ich bin hier voll vorbeigelaufen. Hier ist ja auch noch was. Hallo, das braucht das Kinder auf Insel was schaffen gehen, sobald sie was? 10 sind oder was? 11 sind. Sobald sie 11 sind, verlassen sie wieder die Stadt und gehen auf Pokémon-Tour. Bei dieser wahnsinnigen Außentemperaturen muss man sich ab und zu drin in der Pause gönnen, um einen kühlen Kopf zu bewahren. Alola besteht aus 4 Inseln, die alle jeweils einen ganz eigenen Reiz besitzen. Oh, auf jeder der 4 Inseln soll es ein starkes Pokémon geben, das als Schutzpatron bezeichnet wird. Es wird auch noch interessant mit verschiedenen Inseln, verschiedenen Reizen, verschiedenen ultralegendären, seltenen Pokémon. Das war... Was ob so viele Flegmon auf einer Haufen, wie niedlich. So viel Flegmon. Oh, und die lassen mich nicht durch, die ganzen Flegmons. Okay, dann haben wir das auch angeschaut. Dann haben wir wenigstens mal hier Städtler angeguckt und die eben mal gequatscht, was sie so sagen. Wir machen ja alles hier in der Demo sehen, alles. Alles. Ist ja neu, ja? Sprich einfach die älteren Herren der Deutschen an, wenn du zum Tenkarat willst. Viel Glück sein, wenn du fertig bist, führe ich dich weiter rum. Ich habe schon alles angeguckt, brauchst du nicht mehr. Sag mal, willst du zum Tenkarat, Hügel? Ja. Gut, dann bringe ich dich gleich mal dorthin. Zack, teleportiert, wir sind da. Möchtest du zurück nach hinten? Nein. Sag einfach Bescheid, wenn du zurück möchtest. Okay. Das heißt, es sind einfach Trainer oder so. Ah nein, oder auch nicht. Wie du sicher weißt, können die hohen krass wilde Pokémon lauern. Aber du hast ja einen Quajutsu an deiner Seite. Du kannst also gegen wilde Pokémon kämpfen. Willst du ihnen aber lieber aus dem Weg gehen, dann meine möglichst das hohe Gras. Ach nee. Ich warte dein inneres Tenkarat-Hügels auf dich. Soll ich jetzt noch meine Pokémon trainieren? Oder reicht mein Level? Das ist eine gute Frage. Ein Schritt und ein Pokémon. Oh mein Gott. ein Peppeck. Ein wildes Peppeck erscheint. Aber das lohnt sich ja nicht. Da muss ich ja mindestens 20 solche Pokémons kaputt machen, damit ich überhaupt Erfahrungspunkte genug kriege für ein Level. Ist das ein Trainer da vorne? Bist du ein Trainer? Im Professor Kukui Prüfungsstätte erwartet dich Pokémon von Typ Drache, aber eigentlich erwartet sich gar nicht. Du musst nämlich erst nach ihnen suchen, da sie sich dort versteckt halten. Okay, da bin ich mal gespannt, wie die Prüfung abläuft. Ja, Pokémon. Die Felsen sind nicht robust, aus welch ein Pokémon jetzt zu trümmern. Ah, ist auch krass. Es sind mal richtige Felsen. Nicht so kleine Felsen, die man nur zu trümmern, sondern mal richtig schöne Felsen. Interessant auf jeden Fall. Haben sie auf jeden Fall gut designt. Du bist aber ein Trainer, oder? Ja. Wenn sich die Blicke von zwei Trainer treffen, fliegen schon bald die Fetzen. Ah, ne, noch nicht. Da ist ein Trainer. Der wartet. Ja, ganz cool, gelassen. Steht den ganzen Tag herum. Okay, das war nur ein Tipp, dass der mit mir kämpfen mag. Oder ich muss ins hohe Gras gehen. Komm, ich kämpfe. Hey. Na? Hey, du da, hast du einen Pokémon dabei, oder? Dann lass uns kämpfen. Ist auch cool gemacht. Ist halt noch ungewohnt, ob das... Oh, okay. Knirps. Der Knirps möchte kämpfen. Mitch, setz Wuffels ein. Wuffels. Ein kleiner, süßer Hund. Es ist Wuffels. Wuffels. So, Aeroast, auch so. Was ist Wuffels für ein Typ? Ich weiß nicht. Nachthieb sollte ausreichen, oder? Boom. Tschüss, Wuffels. Ade, mede. Mit Schule besiegt. Ich habe zwar Spaß gemacht, aber es hat total verloren. Oder, Moment, war das vielleicht andersrum? Yep. Tja, Kollege. Das war wohl nix. Zur Prüfungsstätte. Okay, hier kann ich runterspringen. Dann gehen wir da rein. Wir sind bereit für die Prüfung. Oh, in der Höhle. Der Karata-Hügel. Yeah. Hey. Na? Hey, Sun, da bist du ja endlich. Da will ich dir mal erklären, was der mit der Prüfung auf sich hat. Halt, stopp. 4 Pokémon, die an den Arten Miniras und Mediras angehören, lauern immer des Tenkarat-Hügels. Um meine Prüfung zu bestehen, musst du von jedem Einzelnen ein Foto schießen. Hier für dich, das ist ein Pokémon-Sucher, den brauchst du, um Fotos zu machen. Ich muss Fotos machen. Vermutest du, dass sich einer der 4 Pokémon an einer bestimmten Stelle aufhält, dann starte den Pokémon-Suche und mache ein Foto. Pikachu! Mein Pikachu ist ziemlich stark, es steht ein Quajutsu in ihnen nichts nach und wird bei deiner Prüfung bestimmt eine große Hilfe sein. Pika, Pika! Pikachu scheint dir seine Kraft zur Verfügung stellen zu wollen. Hey, wir haben jetzt ein Pikachu. Erstmal. Suche zuerst nach einem Miniras. Ein Exemplar sollte sich hier ganz in der Nähe verstecken. Bin ja mal gespannt. Hey, da, guck mal. Die Prüfung beginnt. In der Nähe ist ein Präsenz nach Pokémon zu spüren. Möchtest du den Pokémon-Sucher aktivieren? Ja. Pokémon-Sucher aktiviert. Das Schiebepad kannst du die Ausrichtung der Kamera ändern. Sieh dir auf die Weise die Welt um dich herum aus den verschiedenen Winkeln an. Suche dann die optimale Augenblick mit der R-Taste oder dem A-Knopf ein Foto davon zu machen. Pro Fotosaison kannst du den 6-mal auf den Auslöser drücken. Oh! Das war ein gutes Foto. Miniras geht vor lauter Aufregung zum Angriff über. Oh nein, er möchte kämpfen. Nur weil wir ein Foto gemacht haben. Miniras erscheint. Na dann, los Quajutsu. Mach es kaputt. Aber wir haben jetzt auch noch einen Pikachu. Also was will man mehr, hey. Wir haben einen Pikachu. Nachthieb. Zack. Boom. Reicht das? Natürlich. Tschüss, Miniras. Und Erfahrungspunkte. Ha. Passt. Da ist aber ein echter Schnappschuss geglückt. Sorry, da hatte ich doch glatt vergessen, dir noch etwas Wichtiges mitzuteilen. Es kommt schon mal vor, dass ein Pokémon angreift, wenn es fotografiert wird. Das muss an Blitzlicht liegen. Miniras ist als Pokémon von Typ Drache zudem ein nicht zu unterschätzender Gegner. Doch kein Grund zur Sorge, mit deinem Quajutsu und meinem Pikachu an deiner Seite sollst du der Herausforderung gewachsen sein. Mir gibt's noch 3 Pokémon und die Prüfung ist bestanden, dann wünsche ich frohes Gelingen. One drop.